Hallöchen, heute habe ich wieder ein Unboxing für euch, denn ihr habt es im Titel schon gesehen, habe ich mal wieder die Schön für mich Box von Rossmann gewonnen. Freue ich mich sehr darüber und ja, bevor wir auspacken, ihr wisst es ja, erzähle ich euch ein paar kurze Fakten dazu. Ja, also die Rossmann Box wird jeden Monat verlost, ganze 5000 Stück. Da kann man am ersten Dienstag und Mittwoch im Monat ja sich ja quasi registrieren, ne? Also dazu muss man auf der Homepage einfach ein paar Fragen beantworten und seine E-Mail-Adresse angeben, ja, und dann muss man sich halt ja die Daumen drücken, dass man zu den glücklichen Gewinnern gehört. Und ja, wenn man also gewonnen hat, bekommt man dann per E-Mail so einen ja Gutscheincode, den gibt man dann ein und dann zahlt man nur 5 Euro quasi die Versandkostenpauschale, was ich aber absolut in Ordnung finde. Was da immer so drin ist in den Boxen, das ist richtig toll und der Wert liegt weit darüber. Also ja, solltet ihr auch mal ausprobieren und ja, ich setze mal unten die Beschreibung rein, wann es jetzt halt das nächste Mal ist. Aber wie gesagt, immer der erste Dienstag und Mittwoch im Monat. Genau, ja. Wie gesagt, ich habe schon wieder gewonnen. Irgendwie ja, habe ich ganz gut Glück. Im letzten Jahr habe ich, glaube ich, auch so 6-mal die Box gewonnen und dieses Mal jetzt, glaube ich, schon zum 2. Mal oder so. Auf alle Fälle, ja, freue ich mich riesig, dass ich sie habe. Und ja, jetzt packen wir einfach mal aus und es ist schon wieder richtig schwer. Ja, so wie immer, ne, diese Boxen ausschauen, ne, sind hier in so Seidenpapier eingepackt mit einem Schleifchen und einem Aufkleber. Ist immer schön alles so aufeinander abgestimmt farblich. So. Oh ja, die ist richtig prall gefüllt. Sehen, ob ich das hinkriege, euch zu zeigen, nicht, dass hier alles jetzt rauspurzelt. Ja, okay, es ist schon was rausgepurzelt. So, also so schaut das aus. Ihr seht also, das ist Wahnsinn, ne, wie viele Sachen hier drin sind. So, und hier oben auf lag eine Karte, eine Postkarte, die man verwenden kann. Ich war eben 2 Kilometer laufen, dachte schon, der Eiswagen hält nie an. Okay, ja, ne, ganz lustig, ne? Ja, so, ich würde sagen, ja, fange ich jetzt einfach mal an. Und das erste ist jetzt schon mal richtig was für mich. Und zwar ist das eine Maske, eine Tuchmaske im Wassermelon-Style. Finde ich richtig gut mit Hyaluron und Aloe Vera. Ja, kann man immer gebrauchen, ne? Und Limettenextrakt. Ja, freue ich mich sehr drüber. Ist eine limitierte Edition. Ja, schade, dann wird die irgendwann rausgehen. Aber ja, ich freue mich, dass die hier drin ist. Und jetzt muss ich eben mal kurz gucken. Also normalerweise ist immer hier noch so ein Flyer mit drin, aber dieses Mal nicht. Ich suche euch die Preise raus und dann am Ende gibt es wieder den Gesamtwert. Und ja, genau, aber ich glaube, diese Maske kostet allein schon 1,10 Euro, glaube ich. Ja, wenn man bedenkt, ich habe nur 5 Euro bezahlt. Ja, ne? Ja, aber wie gesagt, ich suche alles raus und genau, machen wir weiter. Das ist aber auch schon mal sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir hier ein, okay, ein Cognac-Körperpflegeschwamm. So schaut das aus. Ich habe so einen Cognac-Schwamm schon fürs Gesicht und finde das auch richtig cool. Aber für den Körper hatte ich das jetzt noch nicht. Freue ich mich sehr darüber. Das ist echt eine coole Sache, ne? Damit kann man gleichzeitig die Haut auch gut massieren, ne? Und dann wird die schön durchblutet, ne? Und ja, gefällt mir richtig gut. Ja, ist vegan. Genau. Ne, freue ich mich auch sehr drüber. So, machen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier so ein lustiges Pöttchen. Von Alterra ist das Naturkosmetik. Eine Deo-Creme. Frischer Duft, zuverlässiger Schutz, zertifiziert vegan, klimaneutral. So schaut das aus. Ja, sehr schön, ne? Also Deo-Creme hatte ich, glaube ich, auch schon mal eine. Und da fand ich richtig gut. Hat richtig gut gewirkt bei mir. Mal sehen, ob ich das so aufkriege. Also so schaut das aus. Genauso ganz, ja. Riecht ein bisschen nach Zitrone, würde ich sagen. Steht hier irgendwas? Nö. Nö, aber ja, finde ich cool und ist auch nicht wenig, ne? Also, mal sehen, was steht hier? 50 Milliliter ist hier drin, also auch eine ordentliche Größe.
Also er steht hier mit Shea Butter, und dann wird das vielleicht die Shea Butter gewesen sein, die ich da gerochen habe. Ja, aber finde ich cool. So, machen wir weiter. So, jetzt haben wir hier einmal Sonnenschutz von Sun Ozon Schutz und Bräune Sonnenfluid, Lichtschutzfaktor 30. Ja, ne, Sonnenschutz braucht man immer, ne, finde ich auch richtig gut. Und für Gesicht und Dekolleté verstärkt die natürliche Bräune, Sofortschutz, wasserfest. Ja, und ein Fluid ist ja auch immer ein bisschen leichter als eine Creme, ne, denn so diese Sonnencremes, die sind immer so, ja, lassen sich so schwer einarbeiten, finde ich. Und ja, Fluid, freue ich mich drüber. Wird natürlich ausprobiert. So, was haben wir jetzt hier? Ein Nagellack, nee, ein Base Coat von Rival de Loop mit Biotin. Ja, gut, brauche ich jetzt nicht, weil ich jetzt halt hier so Nagelfolien trage und die sind total nagelschonend. Da brauche ich gar nichts drunter. Ja, werde ich meiner Mutter geben, ne? Die kann das dann sehr gut gebrauchen. Aber finde ich super, dass das in der Box ist. Also, so, machen wir weiter. Jetzt haben wir hier von No Make-up ein Zwei-Phasen-Serum. Okay. Mal sehen, ob hier was auf Deutsch steht. Gut zu wissen. Die spezielle Cloud-Formel separiert sich nach ca. 10 Minuten in zwei Phasen und erinnert so an das Aufschütteln des Serums. Dadurch wird es vor dem Auftragen immer frisch gemischt und aktiviert. Okay. Das klingt spannend. Das finde ich gut. Ja. Ja, wie gesagt, Serum mag ich auch immer gerne. Kann man immer gut gebrauchen. Und mal sehen, was steht hier. Soll auch gegen Rötung sein. Und mit einer, ja, was soll das sein? Azelaic Acid. Weiß ich jetzt gar nicht das deutsche Wort. Aber egal, auf alle Fälle was Gutes für die Haut. Ja. Ne, finde ich super. Ja, freue ich mich sehr drüber. Und ich glaube, diese Marke ist auch gar nicht so günstig. Also, aber wir haben jetzt schon mit den Sachen, die ich euch gezeigt habe, den Wert locker raus. Aber ja, darüber freue ich mich auch sehr. So, jetzt sieht das hier nach einer Mascara aus, genau, von Altera Natur Kosmetik. So schaut die aus. Das ist die Sensational Definition Mascara. Faserbürste sorgt für sensationellen Schwung und perfekt definierte Wimpern mit Bio-Granatapfelextrakt. Ja, freue ich mich. Mascara kann man immer gut gebrauchen und ja, da die jetzt versiegelt ist und ich noch Mascara offen habe, lasse ich das erstmal zu, sonst trocknet die mir jetzt aus. Ja, genau, aber freue ich mich auch sehr drüber. Bin gespannt, was für Bürstchen das sein wird. Vielleicht blende ich euch hier auch mal ein Bild dann ein. So, machen wir weiter. Jetzt haben wir hier was zum Futtern. Oh, das ist aber leicht. Von Enerbio Fruchtchips Erdbeere. Ja, das finde ich spannend. Habe ich noch nie probiert. Kann man bestimmt auch gut so ins Müsli machen, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, ne, freue ich mich auch sehr drüber. Genau, 100% pure Frucht. Ohne Zusatzstoffe. Ja, sehr schön. So, machen wir mal weiter. Es kommt hier was richtig Großes von Isana. Body Lotion, Parfum und Glow. Die ist neu. Schaut mal, das Packaging finde ich ja richtig schön. Dieses Rosé und dieses bisschen schimmernder. Also das gefällt mir jetzt schon mal wieder richtig gut. Intensives Dufterlebnis und hauchfeiner Goldschimmer. Cool. Mal sehen. Also riechen tut schon mal sehr gut. Ja, so ein bisschen nach Rosenwasser. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, mich damit einzureiben. Da ja, freue ich mich richtig drüber und ja, schon mal sehen, steht hier noch irgendwas? Nö, 24 Stunden Feuchtigkeit, pflegt intensiv. Jo. Ja, klasse. Sehr, sehr schön. Das haben wir ja noch was richtig Großes. Und zwar ein Haarshampoo von Haarliebe. Die Firma kenne ich noch gar nicht, habe ich noch gar nicht bei Rossmann gesehen. Bei Domino Carti, okay. Ist das irgendwie eine Influencerin oder so?
Sagt mir jetzt gar nichts. Schaut mal. Was steht denn noch? Pflegewunder für strapaziertes und trockenes Haar. Ja, jetzt so im Sommer, ne, durch die Sonne, ne, dann werden die Haare ja ausgetrocknet, ne, und dann ist sowas jetzt nicht verkehrt. Ja, freue ich mich sehr drüber. Mal sehen, kann man hier... Ah. Aber das riecht schön frisch. Ja. Ne, freue ich mich auch, ja, das auszuprobieren. Mal sehen, mit Macadamiaöl, genau. Ja, reichhaltige Pflegeformel, verbessert die Kennbarkeit für unwiderstehlichen Glanz. Ja, sehr schön, und das ist auch eine richtig große Größe. 250 Milliliter ist da drin. Klasse. So, jetzt haben wir hier was Kleines. Das sieht man nach einem Lippenpflegestift aus. Genau. Von Alterra Naturkosmetik, ein Lippenbalsam Bio-Minze. Da. Ja. Genau. Ja, nee. Lippenpflege kann man immer gut gebrauchen. Ne? Und Minze mag ich eh total gerne. Ja. Auch klasse Produkt. Jetzt haben wir hier noch zwei Sachen. Und das sieht mir nach einem Volumenpuder aus. Genau. Eine Limited Edition von Isana in so einem Leo-Muster. Ja, finde ich cool. Ich finde Volumenpuder eh ganz cool. Damit kann man sich nochmal die Frisur so ein bisschen, ja, aufpushen, sage ich mal. Genau, ja, Volumenpuder sagt es, ne? Da braucht man nicht viel mehr dazu sagen. Ja, finde ich auch super. Mal sehen, was steht hier noch? Volumenpuder mit einem aufregend floralen Duft nach Orchideen, Magnolien und Patchouli. Ah ja, sehr schön. Also Duft, ne, das klingt auch sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir hier noch eine letzte Sache. Das sieht cool aus. Ein Twin Ball Rosenquarzroller von For Your Beauty. Ja, sehr schön. Also ich habe ja so einen normalen Gesichtsroller, ne? Ich glaube... Kennt ihr alle, ne, die so ein bisschen länglichere Seite hat und eine kürzere, die kürzere für die Augen und so, ne, und aber jetzt ist das hier so mit so zwei, ja, ich hole das mal aus, wenn ich es aufkriege. Mal sehen, schauen wir uns jetzt mal an. Ja. So, jetzt haben wir es. Einmal die Packung schön jetzt geschrottet, aber egal, ich verwende es ja. So, das sieht richtig mal stylisch aus, schaut mal. Sieht aber, ja, irgendwie auch ein bisschen komisch aus, ne? Aber, ja, damit kann man dann wahrscheinlich hier so oder wahrscheinlich so dann, ne, an den Konturen und so. Und da muss ich mal gucken, ob ich mal irgendwie so, ja, ein paar Videos zu finde, aber finde ich, richtig gut, genau, zu 100% aus Rosenquarz, ja, genau, das finde ich richtig, richtig gut. Ach nee, hier sind, sehe ich schon, so eine kleine Skizze, ne, wie man rollern soll, ne, freue ich mich sehr drüber, ja, klasse. Ja, das war's dann jetzt mit der Box, waren richtig coole Produkte wieder drin und ja, bis auf den Nagellack, den ich ja nicht brauche, kann ich alles verwenden und ja, werde ich auch verwenden. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Box fandet und welches Produkt ihr jetzt so richtig toll fandet. Ja, und ja, Gesamtwert kommt hier oben irgendwo hin, aber ich denke mal, der wird bei ja, Minimum 20, 25 Euro liegen, könnte ich mir vorstellen. Also, ja, also hat sich es wieder gelohnt mitzumachen. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr auch mal so eine Box gewinnen möchtet, dann probiert nächsten Monat ja euer Glück, ne? Vielleicht klappt es ja. Und ja, würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das ja Unboxing gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Unboxing wieder. Dafür abonniert doch sehr gerne meinen Kanal, das ist kostenlos, und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt und dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ja, genau. Also, ja, dann macht's mal gut, habt noch einen schönen Tag und bis dann.